Alter, was geht ab, Ladonia? Was für ein Morgen, richtig leider Morgen. Es gibt wieder Probleme in den Gruppen. In meinen persönlichen Gruppen diesmal, Pokémon persönlich meine ich, also die Heimgruppe der Stadt, wo ich halt wohne. Eine Menge Drama, vielleicht erzähle ich euch davon, weil Menschen lieben Drama. Ich weiß ja nicht, ob ihr mit dem halt irgendwas anfangen könnt. Auf jeden Fall, krasse neue Ankündigung von Niantic bezüglich dem Arena-System und den Münzen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Arenen. Mehr von dem alten. Alt ist halt wirklich uralten Arena-System. Und das neue ist halt nicht mehr wirklich neu, das ist auch schon 3 Jahre alt. Aber ich nenne es halt immer noch das neue Arena-System. Niantic hat jetzt angekündigt, es noch nicht. Ist erstmal eine Testphase in Australien und ausgehend davon gibt es natürlich immer noch Änderungen. Aber so wie die das geplant haben, gibt es dann 55 Münzen. Und am Anfang war es noch verwirrend, man wusste nicht, okay. Und diese 5 extra Münzen kann man halt durch besondere Aufgaben erfüllen. Werfe einen fabelhaften Wurf und dies, das, mache sogar einen Raid oder sowas. Fange XY Pokémon. Und zuerst wusste man nicht, okay, kann man jetzt alle 55 Münzen durch diese extra Aufgaben erfüllen? Kann man Arenen machen, was weiß ich, für 30 Münzen und den Rest für 25 die Aufgaben? Dies, das. Niantic hat das jetzt klargestellt, man kann 5 extra Münzen durch die Aufgaben bekommen. Und die restlichen 50 immer noch durch die Arenen. Was an sich eigentlich kein Problem wäre, 5 extra Münzen jeden Tag. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass Niantic das geändert hat, das Arena-System. Und man jetzt anstatt 6 Münzen pro Stunde, in der man in einer Arena sitzt, bekommt, nur noch 2 bekommt. Das heißt, jede halbe Stunde kriegt man nur noch eine, anstatt jede 10 Minuten. Und ja, das hat für eine Menge Furore gesorgt. Puh, ich weiß noch gar nicht genau, was ich davon halten soll. Auf den ersten Blick ist es natürlich schlechter. Keine Frage, man muss mehr Zeit investieren. Wenn man jetzt 24 Stunden, also erstmal, man kann gar nicht 24 Stunden in der Arena sitzen. Also, lass mich anders anfangen. Man kann schon, wenn man vom Vortag noch drin sitzt, aber sagen wir, du stellst dich um 0.01 Uhr in der Arena, musst du dich ja um 23.59 Uhr wieder kicken oder kicken lassen, um die Münzen zu bekommen. Das sind aber dann nicht die vollen 50 Münzen. Das sind nicht mal die vollen 48 Münzen. Weil pro halbe Stunde, ihr wisst schon. Also ja, man muss ja mehr Arenen jetzt machen. Im Schnitt einfach das dreifache 3 Arenen, weil ja es um 3 reduziert wurde. Für den einen oder anderen Spieler wird es keinen Unterschied machen, wie bei mir. Ich habe eh immer meine 20 Arenen, wenn ich aus einer Arena gekickt werde. Aber es gibt natürlich auch viele Spieler, die nicht so viel spielen. Casuals, die sich vielleicht in einer Arena in der Früh hocken oder sowas. Dann werden sie irgendwann abends gekickt. Zack, fertig. Sie haben sich ihre Münzen nach ihren 8 Stunden gegönnt. Und jetzt kriegen die halt nur einen Bruchteil davon. Also ein Drittel eigentlich. Ist schon leid. Und natürlich gibt es auch Orte, wo es gar nicht so viele Arenen überhaupt gibt. Und viele haben auch solche ihre Abkommen. Ja, okay, du bleibst über die Nacht und dann kicke ich dich in der Früh. Ich setze mich rein und dann kickst du mich am Abend wieder und dann setzt du dich rein und sowas. Sowas gibt's auch und das ist dann natürlich viel, viel schwieriger, weil die Leute länger drin sitzen wollen und in mehr Arenen drin sitzen wollen. Also auf den ersten Blick nicht so geil für die meisten Spieler. Und wie gesagt, die extra 5 Münzen und dafür wird das Arena-System unnötigerweise reduziert. Bin ich, um ehrlich zu sein, erstmal auch kein Fan. Klar kann man jetzt sagen, okay, dadurch entsteht vielleicht mehr Action, mehr Turnovers bei den Arenen und vielleicht nehmen Leute das dann ernster. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, wo die Leute dann sagen, ja okay, das lohnt sich gar nicht. Unnötig mich in der Arena zu setzen, weil du musst mindestens eine halbe Stunde drin bleiben, um eine Münze zu bekommen. Sagen wir, du sitzt nur 20 Minuten drin, hättest du davor 2 Münzen bekommen und jetzt kriegst du halt nicht mal eine. Also könnte schon auch Leute abschrecken und die sagen, Alter, ich habe gar keinen Bock, diese Arena zu übernehmen, weil was will ich mit diesen 12 Münzen, die ich dann bekomme oder sowas. Das kann natürlich auch passieren und Leute abschrecken. Weiß man nicht. Und die extra 5 Münzen sind halt auch Aufgaben dabei, wo Leute sich jetzt beschweren, wie zum Beispiel einen Raid machen. Das kostet ja Geld. Ein fabelhaften Wurf ist auch nicht für alle so leicht. Kennt ihr diese Gruppen? Facebook-Gruppen oder so meistens, wo Leute schreiben und sich darüber aufregen, dass sie immer noch keinen fabelhaften Wurf geschafft haben für, ich glaube, die Mew oder Celebi-Quest oder beide. Also ist nicht so leicht, auf jeden Fall. Nicht jeder kriegt das hin. Man muss halt auch an den Durchschnittsspieler denken.
und den Unterdurchschnittsspieler. Ich könnte gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Also wenn sie was am Arena-System ändern, dann hätte ich mir viel, viel mehr gewünscht und was ganz anderes. Anstatt einfach nur das mit den Münzen und der Zeit. Also da hätte das Arena-System, da kann man so viel rausholen. Weiß ich nicht. Bin gespannt, wie das Feedback ankommt und ob Niantic da so hart durchgreifen wird oder das so implementieren wird. Ich hoffe mal nicht, weil klingt nicht so geil. Also wie gesagt, bei mir macht es keinen Unterschied, aber wenn ich so an die breite Masse denke, kann ich mir vorstellen, dass es halt nicht so toll wird. Hier sind nochmal die Aufgaben, zum Beispiel lande einen fabelhaften Wurf, entwickle ein Pokémon, lande einen großartigen Wurf, verwende eine Berge beim Fangen eines Pokémon, mache einen Schnappschuss von einem Kumpel, alles eigentlich machbar. Fange ein Pokémon, verwende ein Power-Up, lande einen guten Wurf, verschicke ein Pokémon und gewinne einen Raid. Das ist das Einzige, wo man sagen könnte, einen Raid-Pass ausgeben, um die 5 Münzen zu bekommen, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Aber wie gesagt, ist nur eine Testphase, vielleicht ändert sich da noch irgendwas. Dann wurden noch ein paar Sachen von den Pokeminern in der APK wieder gefunden. Und nur als halt gefunden wird, muss ich nochmal darauf hinweisen, heißt es nicht, dass es im nächsten Update oder demnächst kommen wird. Es wurde halt nur gefunden und da blendet man die Highlights ein. Wir können mal kurz die Highlights durchgehen. Jesse und James wurden gefunden, die kommen ins Spiel. Mehr Action für die Rocket Stops, wobei, wie gesagt, verstehen wir noch nicht, wieso sie das mit dem monatlichen Giovanni bis September gestoppt haben. War September? Ich glaube schon. Neue Gala-Formen, aber das wussten wir ja, dass neue Gala-Sachen kommen. Filter für die Freunde, endlich. Und man kann dann sogar sehen, ob jemand online ist, also sehr nice. Dagegen kann man nichts sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Daily Encounter, Remote Raiding Inviting, das ist interessant, klingt sehr, sehr interessant. Und Sticker, die man kaufen kann und auf irgendwas kleben kann, also ins Spiel. Klingt sehr banal. Die meisten denken sich wahrscheinlich, ja und jetzt? Wen juckt's? Aber das ist eine Haupteinnahmequelle von den meisten Spielen. Einfach eine Menge Extras und Add-ons. Ich denke, da geht auch eh noch viel mehr. Es kamen ja noch die Posen dazu und sowas. Also ich denke, da das ist ein großer Markt. Ich meine, in den meisten Handyspielen machen die meisten Hersteller ja dadurch auch eine Menge Geld mit diesen Microtransactions und mit irgendwelchen Verschönerungen des Spiels, die spielerisch keinen Vorteil bringen, sondern einfach nur den Charakter irgendwie irgendwas geben und sowas. Also macht Sinn für mich, ob ich mir jetzt alles kaufe. Also ich nenne ja immer meine Ziele, jedes 100er, jedes Pokémon maxen, diese ganzen Arenen und sowas. Ein Ziel ist ja eigentlich auch, jede Kleidung einmal zu besitzen, abgesehen von nicht Teamfarben Kleidung. Also es gibt ja irgendwie so Blanche und die andere da, irgendwas Kleidung von denen. Das habe ich nicht gekauft, aber an sich, also schauen wir mal, vielleicht gönne ich mir das. Dann PvP-Zeugs und ein Wayfarer-Badge, also ein Orden. Könnte interessant sein für Leute, motiviert die Leute dann mehr zu bewerten. Motiviert mich vielleicht mehr zu bewerten. Motiviert mich vielleicht überhaupt zu bewerten. Und dann kommen noch mehr Stops durch, also sehr cool. Und Ditto in PvP, um ehrlich zu sein. Ich wusste nicht mal, dass Ditto nicht in PvP ist. Jo, eine Menge cooler Sachen, auf die man sich freuen kann. Wie gesagt, PvP. Was für PvP? Arena-System. Schwierig. Ich meine, ich glaube nicht, dass es so eingesetzt wird und durchgesetzt wird, weil das Feedback ja jetzt schon so negativ ist. Aber ich bin auch offen und sage, wir wissen noch nicht genau, wie es sein wird. Es kann auch positiv sein, mehr Action in den Arenen, man weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es wird leid, wenn es so durchkommen wird. Aber wie gesagt, eure Meinung gerne unten in den Kommentaren. Auch zu den anderen Sachen, worauf freut ihr euch endlich? Das mit den Filtern bei der Freundesliste. Ah ja, sehr wichtig, man kann dann nach Lucky-Freunden suchen. Das freut mich, weil ich habe so viele. Ich habe bisher immer alle mit einem Stern oder so markiert. Ja, das ist geil. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.